Perfekt. Also die Zeit läuft weiter ab jetzt da. Von dem her, das ist super. Jetzt kann man dann wirklich dann langsam auch schauen, irgendwie... ja, vielleicht finden wir dann irgendwie so noch... Ja, wie würdest du sagen? Einfach... mehr Fossilien, mehr Dinosaurier und, oder? Aber hey, ich bin hure happy, dass wir wirklich eigentlich unsere Sandbox-Inseln freigeschaltet haben. Wirklich, also diese da, oder? Ich freue mich wirklich. Isla Nublar ist die Insel, auf der alles begann. Da kann man dann wirklich aufbauen, so wie wir lustig sind. Yes, cool. Also ich bin wirklich happy, haben wir jetzt hier in dieser Session von Jurassic World Evolution doch noch ein grösseres Ziel erreicht. Obwohl, was mich jetzt persönlich immer noch stört, ist, dass wir da Security-Geschichten noch nicht haben. Aber das passiert jetzt dann gerade vielleicht, wenn wir da sagen, okay, in diesen 47 Sekunden, wo wir da noch ein Strichchen mehr haben, dort ist eigentlich alles möglich, oder? Es ist wirklich eigentlich alles möglich. So, und vielleicht machen wir da dann einfach nochmal so ein... Da haben wir noch so einen, noch einen Huayan. Da können wir machen nochmal so einen. Da können wir nachher zu seinen Kollegen lassen. Gut. So, noch 11 Sekunden, dann haben wir entsprechend da... Oh, 282. Erreichen Sie... Gut, da 335, 350 müssen wir haben. Sie haben die Missionsziele erreicht und den Sieg errungen. Nichts anderes hätte ich erwartet. Sehr cool. Das heisst, wir haben da jetzt Zeigheit der Haut, ein neues Eigenschaftsgen haben wir freigeschaltet. Sehr cool, also auch das nehmen wir natürlich. Dementsprechend müssen wir jetzt da können Forschung anschauen. Und da hätten wir jetzt irgendetwas Neues. He? Da sind sie jetzt gerade dran. Kreuzungsprojekt. Oh. Indominus Rex. Geil. Indoraptor-Genom. Auch geil. So, und da ist immer noch alles genau gleich. Es gibt einen neuen Job. Und ich weiß genau, wer ihn übernehmen sollte. Oh, das haben wir schnell. Also, wenn sie das macht. Für 250. Was haben wir denn da? 120 verkaufen. Was haben wir denn da? 40, das ist ein bisschen wenig. He? Den verkaufen wir nochmal und dann können wir den gleich nochmal verkaufen. Dann hätten wir das eigentlich schon gemacht, oder? Ja, genau das brauchen wir. Ja, perfekt, alles gut. Ist doch easy, Madame. Kajal Duo. Verkaufen wir. Auch den verkaufen wir. Haben wir ja schon. Fix fertig. Tote Dinosaurier. Wer ist gestorben? Wo ist jemand gestorben? Oh, da hinten ein Dracorex. Uiuiui, das bedeutet, zuerst sehr schnell einmal da einen Dracorex nochmal züchten. Die sind sehr sensitiv, was das Gruppengefüge angeht. Dann gehen wir hier her und nehmen mit T einen Transporthelikopter, tun den abtransportieren und gut ist. Super! So. Jetzt muss ich dann nachher gleich mal meine Ohren lüften. Weil, wir können das so ein bisschen sagen, meine Kopfhörer drücken doch sehr recht drauf. Ein Tirchtonsaurus, den haben wir ja überhaupt nie gesehen bis jetzt, oder? Machen wir noch einen neuen Auftrag, was haben wir noch da einen? Ich würde Ihnen 2 Minuten lang nicht mehr. Diesen Auftrag anzunehmen. Machen wir. So. Und immer mit so Missionen werden wir immer besser und haben es da mehr in Kontrolle von dem her. Das ist gut. So, wo muss man das da machen? Futterstation, Ranger Team, zack, zack, der Ranger Team 1 Aufgabe hinzufügen. So, dann da Forschung. Was gibt's noch? Ah, mit der Zeit hat man da einiges so zu tun noch. So, nehmen wir mit. So, jetzt haben wir dann alles geforscht, was man forschen kann auf dieser Insel. Was haben wir da noch? Oh, warte mal. Ranger Team 2. Warte, das ist am Auffüllen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So. Ah, jetzt müssen wir aber rundherum fahren. He? Weißt du was, wir machen da noch ganz kurz ein Tor für euch von dieser Seite. Sehr gut, und dann müssen wir das unter Kontrolle behalten, nicht dass da alle krank werden. Ist gut. Das ist gut. Da hinten müssen wir vielleicht noch irgendwo einen Schutzraum machen. Ja? Haben wir nämlich nichts da hinten. Das heisst, wenn es da wirklich mal Kacke am Dampfen ist, werden alle gefressen. Oh, cool. Sehr cool. Jetzt sollte er auch noch gerade Strom haben, da, oder? Gut. Sicher zu sein und sich sicher zu fühlen sind zwei Seiten derselben Medaille. Dank Ihnen geht beides. Gute Arbeit. Ja, sehr gern geschehen. Gut, ein toter Dino wieder. Ist das immer noch der gleiche? Oh, Strom. Oh oh. Strömel. Neu starten, sehr gut. Das ist noch irgendetwas problematisch, gerade auf der Karte, wenn wir schauen. Was haben wir denn da? Was haben wir da wieder für Probleme? So, wo ist denn jetzt der Tod? Wieder da hinten. Ja. Also, gibt es nichts anderes? Abtransportieren. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Oh je, den müssen wir aussondern, den können wir freilassen. Ah, warte, tun wir da ausrüsten. Draconi. Zack, zack, den lassen wir frei. Das kommt gut. So. Was haben wir denn da für Upgrades drin? Erfolgsrate und Ausrüstungstempo machen wir auch drin da. Das ist gut. So. Kommt das langsam wieder, hä? Wie sieht es da hinten aus? Oh, auch der ist nicht gut gekommen, hä? Teure Geschichte, meine lieben Leute. Gut. Produkt wird transportiert. So, und ich bin schon wieder am Überziehen. Ich habe nämlich gesagt, dass ich ab dem 12 Uhr etwas anderes mache. Nichtsdestotrotz habe ich da jetzt noch ganz kurz das Willen ein bisschen fertigstellen. Wie sieht es da aus? Da kommen wir langsam richtig Zeit. Oder? Loyalitätsbonus, niedrig wegen dem Sabotagerisiko. Das ist eigentlich sehr gut soweit. Ja, dann kann man schon sagen, eigentlich, hey, also für heute, was wir da alles gebaut haben, weitere Keg. Wir haben Dinos gezüchtet und freigelassen. Jetzt sterben alle gerade. Massensterben da. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Genau, da haben wir aber jetzt doch wieder ein paar freilassen. Ich denke aber, vom Sozialgefüge ist es eigentlich in Ordnung so. Kann man lassen. Gut, da hinten ist auch gut. Wir haben noch ein bisschen Restaurant gebaut und Zeug und Sachen. Wir haben da das Fleischfressen gehabt, wo wir den Curmano Ceratus und den Muzzo Cerato quasi hatten. So innen. Alter Erinnerung ans Eco-Universum, muss ich sagen, habe ich das unbedingt einbauen wollen. Ja, und dann haben wir da nochmal einen. Siehst du, das geht ja wirklich ein wenig schnell zu und her da. Also machen wir da kurz die Tür auf. Dann können wir sagen, okay, dann nehmen wir da, da. Lassen den frei, dass der seine Kollegen kann. Ich hoffe, der säckelt dann wie immer eigentlich schön da rüber. Sobald er frei ist. Und wenn wir das Tor geschlossen haben, dann würde ich mal behaupten, dann sagen wir dann mal Goodbye Jurassic World Evolution. Und dann mache ich ganz kurz eine kleine Pause. Und jetzt könnt ihr uns sagen, was wollen wir machen. Wenn wir nachher mal ins Minecraft-Universum wechseln, wenn wir nachher mal irgendwo sonst irgendetwas gamen. Obwohl Minecraft, muss ich sagen, habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann und wie das geht. Nein, warte, ich will nicht dich. Nein! Das will ich. So. Wunderbar, gut. Und jetzt haben wir eine Futterstation zum Auffüllen. Also erst immer, wenn du das Gefühl hast, jetzt gehe ich dann. Kommt wieder so Zeug zusammen da. Zack, zack. Nachschubanfrage bestätigt. Füge Aufgabe hinzu. Gut. So, dann läuft das da auch, he? Perfekt, perfekt, perfekt. Also, wie gesagt, jetzt, wo ihr alle einschaltet, jetzt mache ich kurz nochmal 10 Minuten, Viertelstunde Pause. Was habt ihr Lust noch? Wenn wir irgendwie Minecraft aufbauen oder wenn wir sonst irgendetwas machen, könnt ganz kurz einen Kommentar da reinschreiben. Oder wenn ihr weiterhin noch Dinosaurierpark bauen, ich weiß auch nicht. Oh, kein Strom. Was ist jetzt wieder los? Aha. Ranger Team 2. Los. Lege weitere Aufgabe fest. Dann, was haben wir da? Kann man da irgendwie noch verbesserte Leistung. Machen wir da hier Ausfallschutz. So. Hat das jetzt etwas gebracht oder haben wir jetzt größere Probleme? Nein, das hat es eigentlich gebracht so weit. He? Da hinten haben wir noch... Oh. Also, weiter Stromkraftwerk. Bauen wir jetzt das noch um? Also ich meine, wenn wir schon da sind. Nicht, dass wir erst mal zurückkommen und nie mehr Saft haben. Also, warte mal, zack, zack. Dann müssen wir da Masten von da nach da. Dann müssen wir Weg haben. Zack, zack. So. Und dann müssen wir da eigentlich auch genug Saft haben für zukünftige Aktivitäten. Gut. Dann haben wir da hinten nochmal etwas, was wir auffüllen müssen. Ranger Team, Futterstation. Zack, zack. Sehr gut. Und sonst sieht es gut aus, he? Gut, 338. Ich meine, das Ziel da könnte man wirklich noch ganz knapp erreichen, oder? Dass wir dann 340, 350'000, wenn wir da nochmal irgendwie eine halbe Million investieren. Was haben wir denn da? Kann man da noch irgendetwas umbauen? Komm, wir machen mal andere Farbe. Ja komm, andere Farbe ist auch schön. Kostet gerade 100'000 Stutz mehr. Wir können es uns ja leisten. Da muss ich gerade husten, wenn ich so blöd lachen habe. Unbelievable. Eben. Und was haben wir Lust noch? Dann mal ein bisschen da in den Chat hineinschreiben. Können nämlich. Das ist nämlich erlaubt. erlaubtes Chatten auf diesem Kanal. So. Immer noch erlaubtes Chatten hier. Gut, ich bin da gerade kurz auf der anderen Seite gewesen. Ja, und wenn man nicht mehr chatten, sondern einfach nur ein paar Informationen haben von mir, gibt es mich noch auf Facebook und es gibt mich noch auf Instagram. Und ja, mal reinschauen, followen, auch dort ist das Followen relativ günstig. Ich glaube sogar gratis, wenn ich das richtig im Kopf habe. Von dem her, easy. Ein Klick bist du dabei. Voll geil, oder? Super. Also. Man kann immer noch ein paar Probleme mehr lösen. Huayangosaurus, der trinkt. Weißt du was? Machen wir. Und zwar Ranger Team. Haben wir da irgendetwas zum Auffüllen? Unterwegs, um Futterstationen zu füllen. Lassen wir da mal herfahren und dann übernehmen wir den Karren. Vielleicht müssen wir jetzt ein bisschen warten. So. Wir kommen da angefahren da. Und wenn der Cerato frei ist, dann sollte uns das unsere Bewertung für da unten relativ optimiert beeinflussen. So, jetzt müssen wir mal schauen. So. So, jetzt halten wir genau da an, machen mal die Fotokamera. $2800. Nix. Nochmal neu. Ich kenne mich mit Fotografie aus. Nicht so gut wie Sie, wohlgemerkt. So, dann kann man das da freilassen. Ich kann da jetzt gut auffüllen. Ich habe da ein paar großartige Bilder gemacht. Genug für diesen Auftrag. Glückwunsch. So, und dann noch 20% und dann kommt es gut, dann steigt unser Ansehen vom Park nochmal. Die 350, komm, die holen wir jetzt noch und dann gibt es nachher eine Pause. Es tut mir leid, aber ab und zu muss man da Prioritäten setzen. Die 9.500 Stutz, die will ich noch haben, es geht noch 12–13% und ich rechne damit, dass das einen grossen Einfluss wird haben auf unsere Zukunft da. Ah, schön. Oh ja. Schön. Komm, wachsen. Brüt. Brüt aus, du Ei. Jetzt komm, Teratosaurus. Jawohl, sehr gut. Und da tun wir natürlich auch das Tor 9 öffnen. Dass der das, wie sieht er jetzt aus? Mit der anderen Hautfarbe. Oh, schick. Schickes Mädel, ne? Sieht geil aus. Sieht wirklich geil aus mit dieser Kolorierung. So, und weil die ja gerne auch jagen, habe ich mir jetzt gerade überlegt, jetzt bauen wir da noch so eine Lebendfutterstation her. Wie sie diesen Auftrag erfüllt haben, war einfach klasse. Yes! Rufbelohnung. Wissenschaftszentrum haben wir jetzt da. Das heisst, wir können etwas Neues bauen. Aha, sehr geil. Cool. Das machen wir natürlich. So, da. Das Wissenschaftszentrum haben wir auch noch gerade verwischt. Cool. Und da kann man schon sagen, hey, wir haben so gut wie das Maximum rausgeholt von dieser Insel. Schauen wir da nochmal rein. Haben wir da noch irgendetwas gefunden? Nein, da haben wir aber keinen Ausflug gemacht, natürlich. Machen wir da nochmal einen Ausflug. Jawohl. Was machen wir da noch? Kommen wir da her. Sehr gut. Und jetzt nimmt sich wunder das Wissenschaftszentrum, was das denn macht. Also, es macht sicher noch einen Weg. Dann macht das auch Sinn, wenn das da beim Hotel zusteht, oder? Sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Genau. Und jetzt ist das wirklich da... Das schauen wir jetzt noch ganz kurz an. Was haben wir denn jetzt da? 307. Sehr gut, der Ruf passt auch. Da ist es eigentlich sehr gut. Da haben wir noch 3 Missionen. Was müssen wir denn da beschaffen für 50% des folgenden Genoms? Mission starten. Schön, Sie dabei zu haben. Ein Montosaurus. Wie Sie sich vorstellen können, suchen die Tiere in den verschiedenen Einrichtungen ständig nach Schwächen in unseren Sicherheitssystemen. Sie sind viel klüger und hinterlistiger, als die Leute denken. Aber ich weiß genau, wozu sie fähig sind. Deswegen teste und evaluiere ich ständig unsere Sicherheitsprotokolle und Absperrungen. Und hier kommen Sie ins Spiel. Ich muss diesem Lambert recht geben. Er sieht diese Tiere als Gelegenheit an, aber auch als Bedrohung. Ja, das ist es so. Das ist beides gegeben, kann man wirklich sagen. Sie müssen für mich ein paar Dinos ausbrüten, schlüpfen lassen, sie unterbringen und sicherstellen, dass die ACU auf der Insel präsent ist. Das ist die erste Projektphase. Legen Sie los. Also machen wir doch. Sicherheitsprotokoll, ACU haben wir, Forschungsziel, Forschungs-ACU, okay. Nachladen, Tempo 1 haben wir auch. Sie das Tier in einem Hammond-Entwicklungslabor ausbrüten, ehe Sie es freilassen und in einem Gehege unterbringen können. Dann vereine ich für deine... außerdem dafür, dass die ACU auf dieser Insel präsent ist. George. Also. Wenigstens eine Mission, sehr wahrscheinlich, die wir einfach weggeklickt haben, ohne zu schnallen. Und mit dieser Mission hätten wir dann irgendwie auch gerade alles abgeschlossen auf dieser Insel. He? 4,5 Sterne haben wir jetzt, 17,727 Millionen nehmen wir ein und der Eddie. Der Eddie ist jetzt der letzte, den wir ausbrüten, bevor wir sagen, okay, das war es für Jurassic Park World für heute, an diesem schönen Samstag. Also schön ist übertrieben, oder sagen wir einfach an diesem Samstag. Genau, und schau, jetzt kommt er dann gerade raus, dann lassen wir den frei und dann müsste da grundsätzlich auch unsere Sicherheitsmission erreicht sein. Gut, also, let's do it! Schön. Und wenn das jetzt nicht erfüllt ist... Okay, die nächste Phase klingt etwas verrückt. Das ist sie auch. Wir werden einen Dinosaurier ermutigen, die Eindämmung zu durchbrechen. Dann reagieren wir darauf und sehen, ob unsere Abläufe und unser Personal der Aufgabe gewachsen sind. Spinnst du? Ja. Jetzt würde ich gerne wieder zurücknehmen, was ich gerade über den Typen gesagt habe. Aber weißt du, was machen wir da? Alright. Haha, machen wir ganz einfach, mein Lieber. Bauen wir mal rundum. Dann tun wir da mal kurz so machen. Dann machen wir da so. Wo haben wir das, die Schutzräume? Machen wir da mal wirklich Dinosaurierbetreuung. Dann machen wir Tee. ACU-Helikopter, Aufgabe hinzufügen, einmal abschiessen. Ich hoffe jetzt auch, dass das funktioniert. Okay, wir haben einen Flüchtigen. Zeit für Finden und Binden. Wir verwenden nicht tödliche Waffen, aber denken Sie daran, der Dino weiß nicht, dass das eine Übung ist. Also seien Sie vorsichtig. Ja, ich verstehe zwar, dass unsere Sicherheitsleute den Drill brauchen, aber so würde ich das beim besten Willen nicht machen. Wenn Sie ein Problem damit haben, wie wir für Ihre Sicherheit sorgen, können wir gerne darüber reden, Doktor. Später. Im Moment haben wir zu tun. Dann nehmen wir da mit da. Schießen den jetzt ab, komm. Und dann nehmen wir da Transportteams, zack. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Ganz einfach. Wie findet ihr euch, fühlt ihr euch denn sonst so da? Okay, Wald, alles eigentlich gut. He? Also er hätte keinen Grund zum Ausbrechen gehabt. Das ist jetzt einfach so triggered. Gut. Produkttransport im Gange. Das hoffentlich genügt das. Dann müssen wir das eigentlich gemacht haben, oder? Produkt wurde transportiert. Wasser muss dann noch ein bisschen mehr haben. Yes! Job erledigt, voll und ganz. Sehen Sie, wir wissen noch nicht, wie weit wir gehen können, um diese Tiere unter Kontrolle zu halten. Und die denken sich weiß Gott was aus, um unsere Schwächen auszunutzen. Bleibt nur die Frage, wer zuerst an die Grenze seiner Möglichkeiten stößt. Wir oder die. Immer wachsam bleiben. Das war immer die Hauptherausforderung im Jurassic-Industriekomplex. Nutzen gegen Sicherheit. Was für ein immenses Potenzial für Profit. Aber eben auch für Gewalt. Wasser, du hast doch jetzt auch Wasser. Gut. Also haben wir das Wasser noch ein bisschen grösser machen müssen, dass unsere Kleinen da auch genug Platz haben. He? Gut, gut, gut. Also, die Mission haben wir erledigt und somit... Nehmen Sie den Auftrag an. Das wäre gut für uns beide. Machen wir später. Weil jetzt muss ich wirklich sagen, jetzt haben wir so viel erlebt da und so viel gemacht. Ich sage danke, dass ihr eingeschaltet habt. Schon seit dem Morgen um 8:30. Es sind es gute 2-3 Stunden, die wir da in diesem schönen Game uns aufgehalten haben. Ja, nächstes Mal geht es weiter da mit neuen Inseln, Isla Muerta. Und bis dahin sage ich doch mal den Leuten auf YouTube, danke fürs Einschalten und fürs Dabeisein.